Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Gleichstrommaschine ist unser Thema. Einiges gehört. Das letzte Mal mit der Ankerrückwirkung und so weiter. Und heute schauen wir uns an, wie ist das mit der Stromwendung? Wie funktioniert das? Warum heißt das überhaupt Stromwendung? Das schauen wir uns jetzt einmal im Detail an. Und ich hoffe, es wird klar, wo die Schwierigkeiten liegen. Und warum eine Gleichstrommaschine relativ wartungsintensiv ist, wird auch herauskommen bei der Stromwendung. Also, ich habe hier die gleiche Situation aufgezeichnet. Wir schauen uns jetzt nur mal das links oben an. Das ist eine Situation. Hier ist die Bürste, hier sind die Kommutatorlamellen. Ich habe hier eine Windung herausgehoben. Ich sage dann mal, ist doch egal, ob das Nord- oder Südpol ist. Ich behaupte mal, da rinnt hier runter ein Strangstrom IS. Und wir haben ja gesehen, wie wir den prinzipiellen Aufbau oder den realen Aufbau gesehen haben. Unter demselben Pol rinnt es immer nach unten. Das heißt, da haben wir IS, rinnt da genauso nach unten. Und wenn das IS da nach unten rinnt, rinnt das IS hier nach oben. Da kommt es runter. Das geht dazu in Kreis. Das haben wir eh schon mal angesehen. Und jetzt schauen wir hier, dass eine Bürste, die liegt auf diesem Kommutatorsegment, das ist jetzt schön da mitten. Jetzt kommt da ein IS daher, jetzt kommt da ein IS daher. Wir hatten das ja schon mal, dass hier praktisch IS mal 2. Zweimal IS. Doppelter Strangstrom rinnt da vor der Bürste weg. Das ist, hatten wir vor 2 Videos, glaube ich. So schaut das aus. Und jetzt stellen wir uns vor, das dreht ein Stückchen weiter. Das heißt, diese Schleife, dieser Punkt berührt jetzt irgendwann hier die Bürste auch. Und irgendwann haben wir so, dass der jetzt genau in der Mitte ist. Was ist da eigentlich? Was ist da eigentlich? Nun, da rinnt es ja weiterhin nach unten. Da ist auch der IS. Okay? Und da rinnt es ebenfalls nach unten. Da ist auch der IS. Das ist der, der ist da ein Stückchen weiter gewandert. Und der da, der IS, der ist da ein Stückchen umgekommen. Okay? Also diese zwei IS, der eine kommt hier hin, kann über die Bürste weg, der andere kommt hier hin und kann auch über die Bürste weg, weil die Bürste jetzt im Moment beide Kommutatorsegmente berührt. Das heißt, es rinnt hier nach wie vor zweimal IS weg. Da hat sich nichts geändert. Außen merkt man gar nichts davon. Was aber schon passiert ist, dass diese Windung, diese eine Windung hier, die hebe ich jetzt hier raus. Die ist kurz geschlossen. Ist kurz geschlossen. Das heißt, ich habe hier Strom drinnen gehabt in der Windung, okay? Und jetzt habe ich es kurz geschlossen. Was macht der Windung? Was macht der Spule? Was macht der Spule, wenn man es kurz schließt? Der Strom, der da drinnen ist, der wird sich langsam verringern. Okay? Also, zuerst haben wir eben, wenn wir jetzt diese Windung uns anschauen, haben wir einen Strom IS gehabt in eine Richtung, ja? Jetzt wird der Strom, wird sich langsam verringern, weil plötzliche Stromänderungen gibt es in einer Spule nicht. Es kommt jetzt darauf an, wie schnell oder wie langsam das geht auf diese Übergangswiderstände da vor der Bürste, weil es muss in die Bürste rein und wieder raus. Das heißt, das spielt schon eine große Rolle. Das heißt, und die Windung selbst, der Widerstand der Windung selbst, das geht halt mit einer gewissen Geschwindigkeit. Okay, das geht halt mit einer gewissen Geschwindigkeit, sackt der Strom da ab. Okay, das heißt, das ist nicht plötzlich, weil es kurz geschlossen ist, aus. Durch die Eigeninduktion dieser einen Windung sackt der Strom da langsam ab. Wenn sie das weiter dreht, jetzt dreht er sich wieder weiter. Jetzt wird hier praktisch dieser Punkt, wenn man hier immer diese, die wir ebenfalls herausheben, wir heben den heraus, da so hellgrün ist vielleicht nicht schlecht, da, das ist der, und jetzt sind wir schon da rüben mit dem. Das ist immer diese
Lamellengrenze. Die ist jetzt weitergewandert. Jetzt ist es dann immer kurz geschlossen, ja, jetzt ist es aus. Ja. Weil jetzt, was haben wir jetzt für eine Situation? Hier rinnt IS nach unten, ja. Hier rinnt IS nach unten, der Strangstrom. Hier rinnt IS nach unten, ja, weil da hat sich bei dem überhaupt nichts geändert. Ja. Und hier rinnt der IS nach oben, ja, weil der kommt da runter, kann da nicht mehr weg. So schaut das aus. Jetzt schauen wir zusammen. Einmal IS, zweimal IS, kommt zusammen. Hier unten rinnt noch immer zweimal IS weg. Da merkt man gar nichts. Gar nichts merken wir. Aber schauen wir uns jetzt genau diesen Teil hier an, den grünen. Das ist der da, das ist der da, das ist der da. Einmal rinnt der IS nach oben und einmal rinnt der IS nach unten. Das heißt, nachdem der wieder eingetreten ist, habe ich da unten ein IS in die andere Richtung. Ja? Eine IS in die andere Richtung. Dazwischen habe ich Zeit, dass was passiert. Das ist die Zeit, wo eben die Spule kurz geschlossen ist und wo sie im neutralen, sogenannten neutralen Bereich durch. Das ist natürlich, wie lang das ist die sogenannte Kommutierungszeit oder Kommutatorzeit oder Stromwendezeit, TK. Ja? Die Zeit habe ich Zeit, dass der Strom da drinnen praktisch abklingen kann und ich den in die andere Richtung aufbauen kann. Okay? Das heißt, wie wäre das eigentlich wünschenswert? Schauen wir uns das an. So, lineare Kommutierung. Der Strom nimmt langsam ab. Ja? Das ist linear. Lineare Kommutierung ist nicht schlecht. Okay? Geht das? Ja? Überlegen wir uns das. Ja? Der Strom hier nimmt hier langsam ab. Das würde schon funktionieren, das wäre eigentlich nicht schlecht, aber wir haben mehrere Effekte. Ja? Also das ist immer die Eigeninduktion, die verzögerte Stromabnahme, auch die Übergangswiderstände hier verzögern die Stromabnahme. Es kommt einfach zu einer verzögerten Stromabnahme. Ja? Erst wenn das Magnetfeld, das eigene Magnetfeld, was diese Spule aufgebaut hat, häufig zusammenbrochen ist, dann geht es zusammen. Okay? Das heißt, was eigentlich ist eine sogenannte Unterkommutierung, die entsteht ganz natürlich, ja, dass man zuerst weniger stark absinken und dann schneller absinken. Ja, das ist verzögert. Unterkommutiert. Das entsteht einfach aufgrund der Eigenimpedanz da drinnen. Okay? So, was mache ich jetzt dagegen? Wir haben, also dagegen ist gut, wir haben nämlich noch einen Effekt, gell? Das ist das da. Ja? Hier haben wir durch die Ankerrückwirkung, haben wir das letzte Mal aufgeschrieben, diese Feldreste in der eigentlich neutralen Zone. Und jetzt schauen wir uns das an. Auf der einen Seite wirkt es in die eine Richtung, auf der anderen Seite in die andere Richtung. Und jetzt stellen wir uns vor, ich meine, da wirkt der Feld in eine Richtung und da in die andere Richtung. Jetzt habe ich, wenn ich da rüben bin, genau an der Grenze, wenn ich gerade den Pol verlassen habe, hier, ja, so ist jetzt meine Spule, dann habe ich das zur Gänze drin, dieses Feld. Okay? Und wenn je weiter ich rüberkomme, dreht praktisch die Feldrichtung, die ich umschließe, dreht von, zumindest wenn ich das sogar kompensiert habe und das ideal ausschaut und da eigentlich das Hauptfeld optimal umschließe, ja, also habe ich in der neutralen Zone immer noch eben den Feld aus der Ankerrückwirkung. Und wenn ich mir überlege, was da passiert, wenn ich das so, dann drehe ich praktisch innerhalb von der Zeit von einer Richtung auf die andere Richtung um. Ich umschließe einen anderen Fluss. Es gibt eine Flussänderung. Und eine Flussänderung erzeugt was? Eine induzierte Spannung. Das macht es nicht leibender. Ja? Durch die induzierte Spannung wird diese Unterkommutierung noch einmal verstärkt. Okay?
Das wird noch einmal verstärkt. Sagen wir so, naja, ist aber wurscht, ne? Doch egal. Ja. Aber jetzt, wenn dieser Anker rückwirkend stärker wird, ja, durch einen größeren Ankerstrom zum Beispiel, ja, oder wenn die Drehzahlen größer werden, dann ist das DK nicht mehr so lang. Und dann schaut das Ganze so aus, gell? Dann wird das IS wird so stark verzögert, ja, dass wir hier nicht fertig werden. Wir wären einfach nicht mehr fertig mit der Stromwendung. Ja. Jetzt kommen wir daher. Was ist denn jetzt? Jetzt verlässt ja die Bürste da, das fährt ja weiter, ne? Das schert sich doch nicht um den Strom. Das fährt doch weiter. Was passiert, wenn ich eine Spule unterbreche, wo ein Strom drin rennt? Durch die eigene Induktion entsteht eine sehr hohe Spannung. Also eigentlich, man müsste es da oben knallen, da, puff, ja, Stromunterbrechung, baff, Vitrao. Ja. Und was dann passiert, ist, es wird eine große Spannung induziert, ja, und der Strom, der lässt sich nicht einfach so abschalten. Ne? Ich bin ein Strom in einer Spule. Leb mit mir. Bau mich langsam ab. Was dann passiert, ist, dass da ein Blitz rüberfährt. Bürstenfeuer. Bürstenfeuer. Nennt sich das. Ja? Wenn das da wusch angeschnitten wird, Bürstenfeuer. Das entsteht einfach durch höhere Drehzahl, weil dann wird das ja kürzer praktisch, das DK, habe ich weniger Zeit. Oder eben durch höheren Ankerstrom, durch höhere Ankerrückwirkung. Das ist einfach so. Und jetzt erschließt sich, glaube ich, der Grund von diesem Wendepolfeld. Warum brauche ich da Wendepole drinnen? Weil die Wendepole, mit denen kann ich sogar dafür sorgen, dass ich da in die richtige Richtung Spannung induziere, nämlich in die Richtung, die mir hilft, diese Unterkommutierung zu vermeiden. Ja? Diese Unterkommutierung zu vermeiden, das war ja super. Ja? Also ich baue da praktisch Wendepole ein, ja? Die lasse ich mit dem richtigen Strom durchrinnen und jetzt induziere ich in meine kurz geschlossene Leiterschleife, induziere ich noch ein bisschen eine Spannung und auf einmal hilft mir das bei der Stromwendung. Ja? Ich habe eine elektromagnetische Kraft, eine indizierte Spannung und die druckt man praktisch gegen den Strom, hilft mir gegen den Strom und ich kann sogar so etwas erreichen, ja, eine Unterkommutierung. Dann schaut das halt so aus, eine beschleunigte Stromwendung. Beschleunigt. Habe ich unterkommutiert, schon wieder gesagt? Überkommutiert ist das natürlich. Überkommutiert. Das heißt, mit meinen Wendepolen kann ich da praktisch Einfluss nehmen auf die Art und Weise der Kommutierung. Was will ich jetzt? Naja, linear ist nicht schlecht. Bringst nicht hin. Ja, bringst nicht hin. Welche Seite wird die sichere sein? Beschleunigte Kommutierung. Okay. Belastet. Zu viel ist da auch nicht, gell, weil dann werden die Bürsten zu viel belastet, weil dann rinnt da relativ großer Strom nur auf einer Seite der Bürste, dann wird die einseitig belastet, wenn man sich die Stromdichten da anschaut. Also wir sollten schon da in der Nähe von dem linearen Zeig bleiben, aber dass ich halt das da unbedingt vermeide, da hinten, ich meine, Bürstenfeuer, dass das schlecht ist, ist klar, hoffentlich, ja, weil da entstehen große Temperaturen und dann reißt kleine Materialpartikelchen raus und so weiter, dann schmilzt das teilweise auf, die Bürsten verschleißen, der Kommutator verschleißt, zu vermeiden, ja. Deswegen bleibt man da eher im überkommutierten Bereich, nicht zu viel, ja, dass eben die Strombelastung der Bürsten da nicht über Gebühr groß wird, ja. Einseitig. Aber eigentlich ist dieser Strom, der da rinnt, in dieser Leiterschleife ein Kurzschlussstrom in einer Spule. So funktioniert die Stromwendung. Okay. Jetzt muss ich nur kurz nachschauen, was wir das nächste Mal machen. Okay. Wir kümmern uns jetzt einmal um die Berechnung. Jetzt haben wir
wirklich viel, viel gesprochen. Und jetzt wissen wir genau, wie das funktioniert. Jetzt können wir praktisch annehmen, wenn man das da mit, dass man mit der Ankerrückwirkung leben wird, das bringen wir in den Griff mit unserer Kompensationswicklung und mit den Wendepolwicklungen. Das können wir alles einstellen. Jetzt kann man sagen, okay, ich betrachte jetzt einmal die Gleichstrommaschine und probiere da ein paar Formeln aufzustellen. Mit dem nächsten Video gemacht. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.